Hallo, liebe Klemmbausteinbaumeister. Heute etwas, was relativ besonders für diesen Kanal ist, nämlich ein Technikset. Und zwar in diesem Falle ein Winnerbricks Technikset, der Technik Traktor, der merkwürdigerweise einem John Deere 9620RX sehr ähnelt. Wir sprechen von der Winner 7119, das ist zumindest das motorisierte Modell. Das nicht motorisierte Modell trägt die Nummer 1429. Der Techniktraktor, wie gesagt, ein John Deere 9620, relativ unverkennbar im Maßstab 1:18 mit einer Größe von 56x41x23 cm. Und 1706 Teilen. Zudem haben wir zwei XL-Motoren für das Fahren bzw. das Bewegen der vorderen und hinteren Ketten, einen M-Motor für die Steuerung, eine 2,4 GHz Funkfernbedienung mit entsprechendem Empfänger und eine Batteriebox. Und dazu zwei Aufkleberbögen, einer davon wenigstens schön shiny für die Spiegel. Ach, und nicht zu vergessen, natürlich gibt es auch einen Traumfänger. Die Anleitung selbst wirft keine größeren Rätsel auf. Es wird nichts ausgegraut, es wird dafür aber sehr viel mit Pfeilen gearbeitet. Dazu gibt es dann noch eine Anleitung für die Fernbedienung extra, voll auf Chinesisch versteht sich. Die gesamte Anleitung hat 103 Seiten. Hierbei ist dann zu beachten, dass das Set in einzelne Bauabschnitte unterteilt ist und die Bauschrittzählung jeweils immer wieder mit 1 beginnt. Wie dem aufmerksamen Beobachter bereits aufgefallen sein dürfte, hat dieser Trecker keine Räder, sondern vier einzelne Ketteneinheiten. Das heißt, vorderes und hinteres Kettenglied sind voneinander getrennt mit jeweils einer Kette, macht zusammen vier Ketten und alle werden auch angetrieben und auch in beide Richtungen. Dafür sind die zwei XL-Motoren zuständig, die dem Set beiliegen. Und bevor sich jemand wundert, nein, die Kettenräder eiern nicht. Sie sind lediglich mit den entsprechenden Punkten beklebt, also von mir beklebt. Deswegen eiern die Aufkleber, nicht die Kettenräder. Dafür fährt das Ganze relativ gut auf den entsprechenden Ketten mit den entsprechenden Noppen und hier ein wenig beschleunigt. Das Ganze ist ein Knicklenker, dafür ist der M-Motor zuständig. Und der hilft uns so weit zu manövrieren, dass wir das ganze Set auch einmal, ich möchte sagen, aufmachen können. Es gibt einen Grubber, den wir die ganze Zeit schon im zusammengeklappten Zustand und im angehobenen Zustand gesehen haben. An dieser Stelle senken wir ihn jetzt nun einmal ab und fahren die Seitenarme aus bzw. klappen sie runter und befestigen auch die entsprechende Welle, mit der sich der Grubber auch während der Fahrt drehen lässt. Das Runterklappen, weil man es gerade nicht sonderlich gut gesehen hat, passiert darüber, dass die beiden äußeren Liftarme zusammen mit den beiden inneren Liftarmen der entsprechenden Verbindung zum Grubber mit einer Stopperachse verbunden sind, die auf der anderen Seite dann doch noch durch einen großen Stopper gesichert wird. Diese nimmt man raus, der Grubberarm fällt auf seine Räder und die entsprechenden zusätzlichen Liftarme lassen sich nach oben klappen, um aus dem Weg zu sein. Wie zu sehen, bewegen sich die Räder an dem Grubber nicht nur im ausgefahrenen Zustand, sondern auch im hochgeklappten Zustand. Ob das realistisch ist, weiß ich nicht, aber stören tut es wirklich auch nicht. Sobald der Durchtrieb gezogen ist, kann dann der Grubber auch wieder nach oben gesetzt werden. Die Achse geht wieder durch diese entsprechenden vier Liftarme und das Gerät ist wieder sicher am Trecker angebracht. Die Fahreigenschaften sind für einen Allrad mit Knicklenker gut. Manche sagen, der M-Motor ist ein bisschen schwach für die entsprechende Lenkung. Das mag sein. Aber zumindest in meinen Tests hat er es durchaus geschafft, das Fahrzeug zu lenken.
Öffnen wir nun einmal die Motorhaube. Diese lässt sich mit einer Achse mit Kugelkopf feststellen. Etwas, was ich natürlich in diesem Take vergessen habe. Auf jeden Fall findet sich darin die Batteriebox, die nur an einem einzigen Kabel hängt, beziehungsweise es hängt nur ein Kabel daran, nämlich das Kabel, was zum Empfänger geht. Darin befinden sich hinter zwei Klappen, ich zeige hier erstmal nur eine, genau 6 AA-Batterien. Das ganze Gefährt wird also mit 9 Volt betrieben. Und ein weiterer Nachteil dieses Sets, es sind tatsächlich Batterien und es ist tatsächlich eine Batteriebox. Darum schnell wieder rein damit. Klappe zu. Hier sehen wir dann einmal den ominösen Empfängerschein. Von den Äußerlichkeiten her ähnelt das Gerät sehr einem Empfänger von Lego, einem Infrarotempfänger. Es handelt sich aber eindeutig um einen Funkempfänger. Sichtlinie ist nicht erforderlich, deswegen ist das Gerät auch nicht sichtbar eingebaut. Dieser Empfänger selbst steuert dann alle weiteren Funktionalitäten, das heißt die Lenkung sowie den Vor- und Zurücktrieb, das heißt beide XL-Motoren und der M-Motor sind angeschlossen und an dem XL-Motor hängt dann auch noch der Durchtrieb. Wie gesehen verfügt das Set über sehr, sehr viele Aufkleber. Hier wollen wir uns mal einiges davon anschauen. Zunächst einmal das Warnschild. Dann haben wir hier die entsprechenden Verschönerungen des hinteren Chassis, den Winner-Aufkleber, wo eigentlich wohl John Deere hingehört. Wir haben die Spiegel, wie gesagt, die tatsächlich spiegeln. Wir haben auf der Front entsprechende Aufkleber. Wir haben auf der Oberseite Aufkleber. Hier sieht man allerdings auch recht gut, dass die meisten Paneele, mit denen dieses Fahrzeug gebaut wurde, spiegelnd sind. Einige sind aber durchaus matt. Dann haben wir hier noch die entsprechenden Seitenschweller. Die Front hat noch Aufkleber und das Lenkrad kann bewegt werden, ist aber nicht mit gelenkt oder gesteuert oder irgendwo mit der Technik des Fahrzeugs verbunden. Hier sehen wir dann die Fernbedienung. Nichts, wovon man sich fürchten müsste. Man hat 2 Hebel, die jeweils nach vorne und nach hinten bewegt werden können. Einen Aus-Einschalter. Man kann bis zu 4 verschiedene Kanäle bedienen. Und man hat die Möglichkeit, jeden Schalter in der Richtung umzukehren. Dazu dran gebaut sind dann noch entsprechende Erweiterungen, um das Steuern dieser Schalter zu verbessern, beziehungsweise um ein Lenkrad zu simulieren. Es ist aber keine Analogsteuerung. Und dann passierte, was passieren musste. Mitten im Bau kam ich auf die Idee, doch mal zu testen, ob alles auch so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte, beziehungsweise wie sich Winnerbricks das wohl hoffentlich auch vorgestellt hatte. Das tat es aber nicht, denn zwar lief vorwärts und rückwärts problemlos, allerdings die Lenkung tat genau überhaupt nichts. Mit ein wenig Diagnostik und ein bisschen rumprobieren, fand ich dann heraus, dass es tatsächlich der Empfänger war, der in diesem Fall das Problem darstellte. Hier sehen wir es dann ein nochmal. Die 9 Volt werden durchaus weitergegeben beim Vor- und Rückwärtslaufen. Allerdings nicht, sobald man versucht, den Lenkungskanal zu verwenden. Der Empfänger empfängt zwar, wie man am Blinken sieht, allerdings kommt kein Strom raus. Woran liegt das? Wie in dieser Einstellung deutlich zu sehen ist, besteht der Empfänger aus 2 Platinen. Eine mit der gesamten Elektrik bzw. mit der gesamten Hochelektronik, Chips und ähnlichem und eine durchgeschleift nur für die Anschlüsse. Letztere war vor allen Dingen und hauptsächlich mit Lötbrücken verbunden und eine dieser Lötbrücken hatte sich gelöst. Daher keine Lenkung mehr für diesen Empfänger und für diesen Trecker. Gott sei Dank ließ sich das Problem mit ein wenig Lötzinn und einem Lötkolben relativ einfach beheben, die Lötstelle warm machen und ihr ein bisschen zusätzliches bleihaltiges Lötzinn verpassen. Und schon war die Verbindung wieder hergestellt
und auch die Lenkung funktioniert nun. Und auch nochmal die Bestätigung, dass es sich um ein 9-Volt-System handelt, was im Endeffekt hier dann auch dazu führt, dass das Gefährt nun vorwärts, rückwärts und nach links und nach rechts fährt. Damit haben wir dann auch den Vorteil, dass wir noch einmal die Lenkung in Aktion sehen, sowie die Motoren, die Aufhängung und den fertig zusammengebauten Empfänger. Aber machen wir das Paket einmal auf. In diesem Fall kam das Paket direkt aus China. Somit habe ich statt einem bunten Winnerkarton doch einen formschönen grauen Karton bekommen, in dem auch nun nicht nur dieses Set verpackt war. Das Ganze kommt in 5 Bauabschnitten. Jeder Bauabschnitt ist in einer großen Tüte. Innerhalb der großen Tüte befinden sich kleine Tüten. Extra waren Tüten für die Motoren, für die Fernbedienung und für den Funkempfänger und die Batteriebox und natürlich für die Anleitung. Hier haben wir dann noch die übrig gebliebenen Teile. Es sind hauptsächlich Pins, kleine Achsen und ein paar von den Gummis für die Ketten. Aber schauen wir uns das Ganze dann auch einmal in freier Wildbahn an, beziehungsweise hier erstmal auf einem Tisch mit einer Metallgitter als Top. Auch hier fahren die Ketten problemlos, auch hier lässt sich das Gerät problemlos lenken. Vielleicht ist er beim Lenken nicht der schnellste, aber er kommt dahin, wo er hin will. Jedenfalls, wenn man ihm genug Züge lässt. Hier haben wir das Gefährt dann einmal tatsächlich auf einem entsprechenden Steinboden. Auch hier macht es eine gute Figur. Und auch auf Rasen tut der John Deere von Winner das, was er tun soll, nämlich fahren. Nicht ganz so smooth wie auf einem festen Boden, aber das war wahrscheinlich auch nicht wirklich so zu erwarten. Auf jeden Fall hat er seine Feuertaufe auf dem Rasen bestanden und ist auch dem Rasenmäher entkommen. Und auch hier versuchen wir es dann einmal mit ausgeklapptem Gerät. Auch das funktioniert auf Steinen draußen problemlos und es klappt auch auf dem Rasen. Auch hier tut sich das Gefährt schwerer als auf den Steinen. Das ist eigentlich auch nicht anders zu erwarten. Aber vorwärts, rückwärts, seitwärts oder so ähnlich funktioniert genauso wie vorher. Wir lassen es aber mal ein bisschen vorlaufen, sodass es ein bisschen schneller geht. Ein Nachteil dabei, wenn man mit diesem Grubber durch den Rasen fährt und vielleicht noch etwas lockeren Rasen liegen hat, wie wir hier sehen, legt sich dieser Rasen gerne mal um die Zahnräder und man hat ein nettes Spiel, das Gerät wieder sauber zu bekommen. Für wen ist nun dieses Set? Zunächst einmal ist es erstaunlich nah am Original dran und damit durchaus etwas, was man sich mit Fug und Recht als Technikfreund in ein Regal stellen kann. Dann handelt es sich um ein, wie wir gesehen haben, gutes Set zum Spielen. Man bekommt es sicherlich auch hin, andere Anbaugeräte an dieses Set dran zu basteln. Eigentlich ist ein solcher Traktor eher etwas, was vielleicht nicht mit einem Gruber rumfährt, sondern durchaus mit etwas Größerem. Dafür sind die Motoren vielleicht aber auch nicht stark genug. Vielleicht hätte man dann mit 4XL-Motoren arbeiten müssen. Das Umbauen ist aufgrund der kompatiblen Teile zu Lego kein Problem.
Die Teilequalität selbst ist sicherlich auf dem Lego-Niveau. Ich habe keine Teile gehabt, die jetzt sonderlich lose gewesen wären. Das ein oder andere Teil war eventuell etwas schwergängig, aber das mag auch persönliche Präferenz meinerseits sein. Ich bin nicht der Technikexperte vor dem Herrn. Nachteile sind allerdings auch vorhanden. Der größte für mich ist tatsächlich, dass es sich um eine Batterie und nicht um eine Akkubox handelt. Der zweite ist, dass es mir zu viele Aufkleber sind, beziehungsweise es hätten eigentlich gar keine sein müssen. Und der dritte, und das weiß ich nicht, inwieweit ich da Ausnahme oder die Regel bin, was mich natürlich sehr erschreckt und gestört hat, war, dass das Set schon kaputt bei mir ankam, respektive der Empfänger bei mir ankam und eben defekt war. Ich weiß nicht, wie viel von euch dort ähnlich wie ich reagiert hätten und einfach mal nachgeschaut hätten, was damit los ist, beziehungsweise das Ganze einfach repariert hätten. Und wie viele von euch versucht hätten, eventuell wochenlang in China Ersatz zu bekommen? Schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare. Mich würde doch sehr interessieren, inwieweit ihr selber willens seid, ein solches Gerät oder die Elektrik in dem Gerät dann wirklich zu öffnen und im Zweifel zu reparieren oder es zumindest zu versuchen. Letzter Teil der Jammerei ist dabei dann der entsprechende M-Motor. Wie gesagt, er funktioniert. Er schafft es, das Fahrzeug tatsächlich zu lenken mit dieser Knicklenkung. Wahrscheinlich würde es aber besser mit einem L-Motor funktionieren. Unter dem Strich eine runde Empfehlung. Die Steine sind von sehr guter Qualität. Die Elektrik funktioniert, auch wenn sie leider eine Batteriebox hat. Ich gehe nicht davon aus, dass jeder mit einem kaputten Empfänger ankommt. Aber eine moderne Akkubox könnte auch das regeln. Der Traktor sieht gut aus, er kommt dem Original relativ nahe. Dank gut funktionierender Fernbedienung ist er sehr gut zum Spielen geeignet und er ist auch eine wunderbare Basis für einen Mock. Gerade der Kettenantrieb mit dem Knicklenker funktioniert hervorragend. Der Winnerbricks-Empfänger kann übrigens durchaus als Ersatz für den Infrarot-Empfänger von Lego verwendet werden. Andersherum wird das allerdings nicht funktionieren, da Lego einen Infrarot-Empfänger dort verbaut hat und in diesem Set dieser Empfänger so verbaut ist, dass er infrarottechnisch schlicht nichts sieht. Damit sind wir dann wieder einmal mitten in der Bauphase und damit war es das dann auch wieder einmal für heute. Es folgt jetzt der Rest der Bauphase. Wem das Video gefallen hat, der möge ein Like dalassen. Wem es nicht gefallen hat, der möge ein Dislike dalassen. Wer uns noch etwas zu sagen hat zum Thema John Deere, zum Thema Winnerbricks, vielleicht kommen da noch ein paar Videos dazu demnächst. Und wer das Vergnügen haben möchte, solche und ähnliche Videos jede Woche zu genießen, dem empfehle ich ein Abo. Damit verbleibe ich mit viel Spaß beim Bauen, viel Spaß beim Schauen, viel Spaß beim Fahren und tschüss.